Haben Sie einen Knopf in Ihrer Wohnraumplanung? Dann wird es Zeit für eine professionelle Fachberatung. Ding Dong mit Bauarena. Die ganzjährige Baufachmesse. Sie bauen, wir beraten. Du tust gerne ersteigern? Ja, ja. Zu mir einen Schreck jagen? Ja, ja, genau. Aha. Genau. Ah! Ist so ein Hurenflock. Wer ist da? Der da oben. Der gehört auch dazu. Hallo miteinander! In Thailand sieht jedes Bushaltehäuschen so aus. Mir passt das Wetter nicht. Ich kann hier wieder die Wäscheleine machen, aber das Wetter ist leicht verhaltensauffällig. Aber ja. Weißt du was? Wir machen die Wäscheleine einfach durchs Auto durch. Wie jetzt? Hör mal! Hier führt uns in dieser Sendung. Unsere Protagonistin nehmen mir fängt die Arbeit weg. Sie bereiten die Wäscheleine schon vorbereiten. Oh, shit. Mega herzig. Obwohl, ja, immer noch genug Arbeit. Liebe Viola und lieber Jan. Schon gleich werdet ihr bei uns Dingdongen. Wir freuen uns, euch Hof und Haus zu zeigen. Also die Dame, die uns das geschickt hat, heißt Doris. Und sie und ihre Familie wohnen in einem alten Bauernhaus aus dem Jahr 1812. Sie haben es aber gerade kürzlich aufwendig renoviert. Mhm. Und sie findet, es sei eine absolute Oase. Und das Highlight sei ihre Höhle, die sie drinnen haben. Im Haus hat es eine Höhle? Ja. Ich weiß auch nicht, was man sich darunter vorstellen kann, aber es klingt interessant. Und dann? Das ist also Haus Nummer 1, Haus Nummer 2. In Schmidt im Kanton Freiburg haben wir einen Termin bei einem Coiffeur. Lustigerweise hat er sich ein Fertighaus gekauft. Allerdings sei es nie fertig, weil jeden Morgen steht. Willst du mich? Ist wieder gut. Sorry, kannst du dir noch mal ein Fertighaus kaufen? Fertighaus? Ist Fertighaus gesehen? Lustigerweise ist es ja ein Fertighaus, wo der Besitzer aber gesagt hat, es sei nie fertig. Weil jeden Morgen steht er auf und hat eine neue Idee. Kürzlich hat er gerade die Dusche goldig angesprayt. Was ist das? Das ist eine Siedlung im Kanton Aargau, nennt sich Telli. In der Schweiz ist das? Ja. Das heisst die Staumauern von Aarau. Und es wohnen dort tatsächlich über ein Achtel der gesamten Aarauer Bevölkerung dort drin. Okay, und dann das letzte Haus. Der Grund, dass wir da sind, vor dem buddhistischen Tempel in Grätzenbach. Ich habe einen gefunden, der hat sein Haus ziemlich an einem Tempel noch gebaut. Wieso hat er das so eingezündet? Er hat, glaube ich, ein bisschen schwieriges Verhältnis mit gewissen Nachbarn. Gefällt ihnen das nicht? Nicht allen. Und überall seine Initialen. UA. Ueli Andlika. Ja, ist vielversprechend, die Wäscheleine, würde ich sagen. Und startet in dem Fall in? Au. Jetzt sind wir dann gleich da, oder? Ja, 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 ich sehe es, ich sehe es. Ich weiß einfach nicht genau, wo oben. Ah. Was machst du? Ich will die Luft hier reinbringen in deine Sauna. So, so schade mit dem Wetter. Was ist das? Der Liebeskreis. Ich muss irgendetwas zu tun haben mit Mondkreis, Sonne. Tralala. Ja, oh Gott, schau, wie schön verzaubert. Ich liebe Moos, du weißt. Oh ja. Willst du auch mal anlangen? Ah, oh, ich liebe es. Liebst du so ein Moos? Ich kann es dir nicht sagen. Es ist für mich Kindheit. Ich war mega viel im Wald als Kind. All right. Hast du unser Glöckchen noch? Wir kommen im Hintereingang. Oh, wirklich? Oh, oh nein. Oh, nein, wo ist der richtig? Okay, wir kommen gleich wieder. Es ist alles gut. Bis später. Hä? Nein, hä? Was? Könntest du meinen, wir wissen, wie ein Eingang aussieht.
Wobei, der andere, ja, gut, aber der andere ist viel schöner. Der andere ist viel schöner. Ah! Nein! Ich bin so ein Flau. Wirklich? Ich bin so schlecht. Schau, die Kerzen brennen. Hallo miteinander! Hallo miteinander! Das mal beim richtigen Eingang. Dürfen wir reinkommen? Ah, ja. Viola, ja, freut mich. Hallo Doris. Stefan. Hallo Julia. Hi, Stefan, ja, Viola. Und Sophia. Und Stefan. Ja, genau. Hi. Jan, ja, freut mich. Ja, ich glaube, jetzt so wettertechnisch fangen wir mal hier rein an, oder? Also, wir folgen euch einfach. Gut. Oh Gott, wie schön. So schön. Eigentlich unser neuestes Projekt, das wir realisiert haben. Das haben wir vor einem Jahr, haben wir die Küche umgebaut. Ihr wohnt seit wie vielen Jahren hier in diesem Haus? Genau 10 Jahre. Das ist unsere gute Stube. Es ist alles aus dem Heftli. Nicht ganz immer sieht es so aus. So super. Aber... auf jeder Webseite. Nein, es ist wie so in dem schönen Impressionenheftli. Nein. Wie viele Zimmer hat das Haus? Das wird wirklich alle zählen. Du bist über 10. Also wenn wir jetzt noch 10 Zimmer vor uns haben, dann müssen wir glauben, eins weiter. Das ist noch unser WC. Das siehst du vielleicht an der Farbe an. Oldschool. Ja, genau. Das ist wirklich original. So, original. Ja, das war so grün, so schräg grün. Und jetzt gibt es wirklich manchmal Leute, die können sagen, wow, es hat so ausgesehen bei meinen Eltern. Mhm. Das ist so 70er, 80er Jahre Farbe. Das haben wir abgebaut. Gell? Das ist wirklich, damit wir Zirkelfrauen zur Oberstufe kommen. Ist der Zirkel das Runde da draußen? Ja, ich habe lange wirklich Frauenkreise, Meditationsübungen gemacht. Ja. Oh, wie schön. Das ist dein Schlafzimmer. Genau. Mega schön. Dankeschön. Ich, also wirklich, ich bin so einfach verzaubert. Danke. Spürst du es auch? Ja. Ja. Es ist ein bisschen viel weiss, aber... Ich liebe es. Ja, also eben, es ist so ein bisschen das Problem, man kann jetzt da nicht irgendwie also Holzmöbel reinstellen. Ja, dann stimmt. Ist es ein bisschen too much. So finde ich es eigentlich einen guten Mittelweg. Genau. Au, oh, hübsch. Und das ist dein Schatz? Ja. Wie gefällt es ihm so da? Er war noch nie da. Er wohnt in Amerika. Okay, dann bist du zu Amerika. Ja, genau. Und bist mit einem schweren Herz wieder heimgekommen. Ja. Oh Gott. Ja. Aber oft ist er ein bisschen überall. Ist ein bisschen. Und wann siehst du ihn das nächste Mal? Wahrscheinlich in der Sommerferien. Okay. Das ist neu, unser kleines, herziges Schlafzimmer. So schön. Es ist wie eine Kochinsel. Was macht man da oben? Wäsche zusammenlegen. Ah. Da sammeln sich dann alle Wäsche. Das brauche ich. Ist das, ja. Das Problem ist der Platz. Ja, ich habe nichts, was so schön zusammenlegen kann. Dann tummeln sich dann da die Wäschberge. Dann heisst es, man könnte die jetzt holen. Und dann kommen sie sie dann. Dann können sie sie holen. Sofort. Sofort. Innerhalb von einer Woche. Oh Gott, so schön. Das ist mein Atelier. Das ist so wirklich, da oben bin ich und da oben male und da oben kreiere und da oben habe ich meine halbe Babetterie und das ist eigentlich, da fühle ich mich am wohlsten in so Materialien inne. Also all das, also vielleicht kennst du es, Viola, die Sachen mit diesen Männchen. Es gibt Tees, es gibt Tassen. Wahrscheinlich habe ich es tatsächlich auch schon gesehen. Es gibt Nasstüchli. Du bist berühmt. Ja. Malen und verkaufen. Die Schrift kommt mir so bekannt vor. Das ist wie mein Label, gell? Also das ist lebendig. Aber jetzt ist 16 Jahre, habe ich das voller Liebe und Hingabe gemacht. Und jetzt haben wir entschieden, dass ich aufhöre damit. Und irgendwann ist es einfach gut. Und dann gehen wir wieder weiter. Und ich weiß aber noch nicht, wo weiter ist. Also, hast du jetzt schon fertig gemacht? Oder noch bis Material leer ist? Nein, also gell, ich habe natürlich, ein ganzes Lager, ich habe 3 Angestellte. Wir beliefern etwa 400 bis 500 Läden in der Schweiz, einen privaten Online-Shop. Also es ist eine richtige Firma.
Aber du machst es einfach du nicht mehr. Aber nein, das hört wirklich. Gibt es denn nicht mehr? Ja, das gibt es nicht mehr. Dann, wenn wir eins suchen, wo du dir Viola schenken kannst. Oh, super. Ja, ein Geschenk von Herzen. Ja. Selber gemacht. Das ist spontan. Ich mag dein großes Herz. Zum Glück hast du nur nette Sachen. Eine große Klappe wäre besser gewesen. Ja, kann ich nicht. Deine Herzlichkeit berührt mich immer wieder. Hast du noch mehr? Schwierig, gell? Oh, danke. Bitte. Kommt von Herzen. Jetzt gehen wir in die Höhle. Und jetzt gehen wir in die Höhle, Viola. Wo ist sie? Weißt du, warum ich eine Höhle habe? Die haben wir ja gross abgerissen. Ja, es hat echt einen Moment gegeben, vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiss es nicht mehr, wo es mir richtig scheiße gegangen ist. Gibt es manchmal so Zeiten, gell? Und seitdem ist das wirklich meine Höhle. Und dürfen die anderen rein in deine Höhle? Ja. Aber was muss man machen? Nicht. Ah. Das Handy dürfen wir nicht reinnehmen. Und wenn es auf der Welt gerade zu hektisch und zu laut ist, gehe ich da rauf. Und dann kann es läuten und dann bin ich einfach nicht daheim. Also da bin ich unsichtbar. Neben da war mein Kursraum. Gell, da rauf sind die Frauen, die Zirkelfrauen und die männerrunde Männer sind gekommen. Und dort haben wir dann so. Dann hockst du im Kreis. Genau. Das ist aber jetzt anders. Gell, da war er leer. Oh, und dann, die haben wir in der letzten Sendung entdeckt. Du musst es mit dem machen? Nein. Das ist ein Rassel. Aber die machen wir schon mit dem Ding, oder? Ja. Das ist ja fast schön. Hat sie Stunden genommen? Sollen wir einen Schlusszirkel machen? Du kannst auch hier drauf sitzen. Das ist der letzte Raum, oder? Ja, genau. Also wir sind eigentlich. Wir sind durch, oder? Das ist auch schön. 1, 2, 3, 4. Also ehrlich, sonst klingt es alle schon schöner, aber das muss ich nicht sagen, oder? Aber wir gehen weiter. Wir haben Coiffeur-Termin. Okay. Oh. Also, das nächste Haus wohnt ein Coiffeur drin. Danke, dass ich in deine Höhle rein durfte. Ich empfinde das wirklich als Privileg. Und dass wir bei euch reinschauen durften. Danke vielmals. Ja, danke vielmals. Danke vielmals. Machen Sie mit beim Wettbewerb. Einfach anrufen auf 0901 55 66 00 für 1.20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Gönnen Sie einen Gutschein von Sonos für ein Soundsystem mit Heimkino-Feeling oder für Musikgenuss zu Hause oder unterwegs, wo immer Sie wollen. Der Preis hat einen Wert von 3'000 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Alle Infos auf srf.ch. Markus Bucheli bewohnt ein Fertighaus. Das ist so ein Ding, wenn man einen Tag aufstellt, oder? Ja, ich glaube, das ist es. Das sieht recht fertig aus. Das ist ein Fertighaus? Ja, als es eben fertig war, hat er gemerkt, es ist viel zu klein. Dann hat er noch einen Kubus oben drauf gebaut. Also es war noch nicht ganz fertig, als es fertig war? Ein Halbfertighaus. Frisur. Oh. Ja, hallo. Ja, hallo. Hoi, Markus. Hallo, Viola. Hoi, freut mich sehr. Hallo, Viola. Da ist Ding Dong. Salut, Viola. Jan, hallo, freut mich. Grüß mich, Mann. Wir hatten einen Termin. Klar. Zum Torschneiden. Nicht gut, hast du keine Lust? Montag habe ich keinen Sinn. Ah, oh, Montag ist schlecht. Nein. Oh, stimmt. Montag haben wir noch frei. Es geht um ihn. Hä, dort? Ja, ja. Also, du hast ja gesagt, du brauchst einen frischen Schnitt. Ja, wir können jetzt Geschäft schneiden, keine Sache. Ah, gut, aber dann schauen wir. Vielleicht haben wir schnell vorbei, am Schluss vielleicht. Ja, machen wir. Gut, super. Geschäft. Ja, logisch. Aber du hast natürlich komplett recht. Heute geht es jetzt zuerst mal um dein Fertighaus. Ja, klar. Dürfen wir reinkommen? Ja, logisch. Sehr gerne, danke. Wow, coole Schuhe. Ja, die hat dann gehofft, sieht sie in der Stadt. Ja. Ich habe es auch für Schuhe. In Zürich im Fall. Nein. Schick.
Wow, die Socken dazu. Wow. Die Schuhe passen eigentlich wirklich gerade in diesen Raum. Wo sind wir da gelandet, wenn das wir bei dir reinkommen? Das ist Eingang und Essen. Also, woher hast du all diese Sachen? Also die grossen Bilder hier, die sind alles eBay. Und dann kam Ricardo. Und Ricardo ist gar so gefährlich wie eBay. Du tust gerne ersteigern? Ja, ja. Das Letzte ist gerade der Gückel dort mit dem Gückel. Das ist wahnsinnig toll. Ja, gedacht, oh, das muss da sein, bevor das Viola kommt. Ich denke, oder? Zu mir einen Schreck hinjagen? Ja, ja, genau. Genau, genau, genau. Aber lustig ist, dass du ja in einem Fertighaus wohnst, aber du bist nicht der Typ, der irgendwann mal fertig eingerichtet hat. Nein, das ist mein Leben. Ich bin von das da. Mhm. Das da ist auch noch. Ja, dass du nicht alltag spritzen, dass es feucht bleibt. Ich liebe Moos. Ich liebe wirklich Moos. Seit zwei Wochen stehst du da und ich wusste, das muss haben, bis die Viola kommt. Ich glaube, die Viola das gerne. Der Gückel muss da sein, das muss da sein. Was hast du für mich vorbereitet? Wahrscheinlich hat das Haus vorne gar nicht gegeben. Er hat es für dich gebaut. Ich sagte, ich brauche das Fertighaus für die Viola. Und da hinten ist die Küche? Ja, ja, das ist ein schwarzer Kubus. Und, ich dachte, du siehst ja fast nicht. Ja, das macht nichts. Der muss auch nicht immer so super sein. Ja, leck mir so gut. Der Engelshimmel. Und die dunklen Wände die ziehen sich ja recht durch bei dir. Hier ist alles dunkel. Gell? Ja, ja. Das ist Jacqueline. Das ist Jacqueline und vorhin ist Isabel. Ja, die habe ich schon gesehen. Ja, ja, ja. Sind sie lieb? Hat nicht die bei Schule des Manitou auch Jacqueline geheißen? Darum habe ich drum? Drum sage ich Jacqueline. Schau den Hahn im Korb. Ja. Letztes Montag gekocht. Letztes Montag? Ja, ja, klar. Hast du da noch alles eingerichtet, oh, bevor wir kommen? Es ist schon viele Sachen. Aber du gibst glaub, schon oft Gückeli bei der Suche vor. Und zu diesen Leuten hast du aber alle keinen Bezug. Das sind nicht irgendwie Familienangehörige. Das ist alles zusammen noch von eBay. Da oben ist dein Schlafzimmer. Also das da oben ist total etwas anderes. Hier oben sieht es aus, das Schlafzimmer wie im letzten Jahrhundert. Das ist wirklich ganz anders. Eben, siehst du? Ah, das Bild hängt jetzt erst seit gestern. Der Jesus? Ja, ja, der ist gestern. Erst etwa seit drei Wochen. Das ist nur noch ein bisschen Kunst, oder? Man muss es nicht mit dem Glauben zusammen verbinden. Und Peter, weißt du, ist das erste Mal drauf. Schön, hä? Die hast du auch extra gekauft? Nein, die ist lange am Arbeiten. Ja, da ist sogar noch der... Ja. Nein, ich denke, was das Zettel. Was tun ich heute anziehen? Heute Morgen ein Glättchen für den Knoll. Was? Hast du eigentlich heute nein, auch schon... ist so. Also, aber Leute, die Bettwäsche glätten, verstehe ich nicht. Das geht nicht, also das geht anders nicht. Ich habe ja letztens gelesen, Single-Männer tragen das Bett nur viermal im Jahr neu beziehen. Nein, es wird schon mehr sein. Aber sicher nicht alle zwei Wochen. Bist du Single? Ja, ich bin Single, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie lange? Schon immer gewesen. Wieso ja, du ja. So? Geht die Stimme so? Ja, einfach. Das ist keine Ahnung. Weißt du nicht? Schon Zustand. Immer Single gewesen? Ja, ja, ich finde es gut. Wirklich? Ja, logisch. Ist das Haus zu klein? Ich würde sowieso das Haus nicht teilen, das ist meins. Oh, Markus, was ist das? Was ist das? Das ist das Paket. Hast du ich habe keinen Platz für das Zeug. Das ist so gross. Jetzt liegt es neben dem Bett. Oh, das ist nur erst ein Paketboden. Nein, ich habe keinen Platz für das Haus. Ich habe fast keinen Storraum. Darum. Kein Estrich, kein Keller. Kein Keller, ja. Kein Estrich. Das Badezimmer musst du auftun. Hübsch. Die Duschkabine ist erst in zwei Wochen. Das ist so lustig. Genau. Ich glaube, da ist noch nie gestanden vor einem Nein. Die Duschkabine habe ich vor drei Wochen am Sonntag gespritzt. Gell? Ja, ja. Aber hübsch. Gell, ist cool.
Ich finde es cool, ja. Mit raus. Mutti. Ja. Ja, hallo Mietzi. Ja, hallo Mietzi. Hast du einen Lieblingsplatz? Der ist auch sitzplatziert, aber nein. Also meistens bin ich hier vorne. Sitzplatz? Naja, also wenn das klar, es ist nicht Saison, weißt, aber der Saison ist, ist das alles drin. Ah, der wird da abgebaut. Ja. Das wird alles Honig gemacht. Ich muss sagen, es ist sehr gemütlich bei dir. Und man könnte tatsächlich noch länger hier verweilen, aber wir haben ja noch etwas vor. Und zwar, wie angekündigt, braucht unser Kameramann einen neuen Haarschnitt. Gell? Oligano. Soll ich dir in der Zwischenzeit Haar waschen? Oh! In Aarau hat es eigentlich eine krass grosse Grossbau-Wohnsiedlung. Viele Leute, die das zum ersten Mal sehen, denken so, oh mein Gott, was ist das für eine Betonwüste? Erinnert ein an das Ghetto. Aber so viel habe ich mal in Erfahrung gebracht. Leute, die dort wohnen, lieben es. Weil es hat also einen gemeinschaftlichen Charakter. Es wohnen dort über 2500 Leute. Das Gute ist, trotz dem Schiff werden wir nicht nass. Wir können hier gerade unten reinfahren. Oh, geplantet. Dort hin. Da ist die erste Staumauer. Ich nehme es an. Sie sind eben noch alles am fertig sanieren. Wir sind eigentlich etwas zu früh. Hätte ich gleich etwas langsamer laufen sollen. Ja. Zu ihm, wo wir gehen. Ich habe einige Zeitungsartikel über unseren Gastgeber gefunden, weil er sich 2007 geoutet hat als schwuler Pfarrer. Und er hat eine Familie mit 4 Kindern. Was wahrscheinlich auch nicht so einfach war. Okay. Die Häuserziele sind 250 Meter lang. Ich weiss nur, die Adresse ist Rüttmattstraße 13. Wie heißt er? Waldmeier Ursus. Zehnter Stock. Laufen wir. Das Ziel ist oberster Stock. Aber wir kämpfen uns jetzt mal. Ja, hallo. Ja, hallo Ursus. Da sind Viola und Jan von Ding Dong. Ja, das ist schön. Ich tue gerade auf und dann kommen wir im 10. Stock rechts. Ah, da ist er. Hallo Ursus! Hoi! Ding Dong im Block? Ja. Kommen wir rein. Ursus! Danke, dass wir bei dir reinschauen dürfen. Ja, es gibt ja genug Alternativen gegeben, ja, oder, in diesem Block. Aber wie sind wir denn darauf gekommen, gerade bei mir anzuläuten? Weil du offenbar mal irgendeine mutige Entscheidung getroffen hast. Ja. Ich bin ja Pfarrer und dann nachher haben natürlich sowieso alle immer mit Argusaugen geschaut. Als ich aus der Wohnung oder aus dem Haus ausgezogen bin, dann hat es geheissen, meine Ex-Frau hat mich rausgeschossen. Ich hätte sicher eine andere gefunden. Und die anderen haben darum erzählt, eine von der Altersferien, eine alte Frau, hat mich der Familie abspenstig gemacht. Und die Frau hat dann gesagt, sie getraue sich nicht mehr rauszugehen. Und das war für mich klar, also ich wollte das öffentlich machen, dass alle sehen, dass all die Gerüchte nicht stimmen.
Und das war aber trotzdem ein grosser Schritt für dich. Ja, natürlich. Mhm. Ich lebe seit 2008 mit einem Partner zusammen. Und er ist weit weggegangen und hat gesagt, ja, nicht. Hast du auch angeschrieben, den Hans? Ja, den Hans, genau. Und da innen haben wir ein Bild, weil wir in Thailand waren und sind dort empfangen worden von einer Familie mit Bild. Herzlich willkommen. Yeah! Da ist er. Herzig! Ein riesen Poster! Ja, der hat uns so empfangen in Thailand, dass im Haus und Ballon hat drauf ging. Also wer? Das ist eigentlich ein Verwandter von meiner Ex-Frau, die dort eine Frau und ein Haus hat. Das ist mega herzig. Ja, das ist toll. Und dann nachher da gesehen, die Guckeruhr, die ist von meiner Großmutter. Ich habe vor ein paar Jahren mal in einem Laden, wo Luther so Kitschuhren gehabt hat, zuoberst oben so eine gehabt. Und nachher habe ich den Preis gefragt. Was meinen da? Die? Ja. Also, 1, 2, 3. 5700. Gut, du bist näher. 8500. Echt? Und das da? Das ist ein Kasten, das ist ein Appenzeller. Das sagt man Schaffreutli. Original, aber ich habe es wieder gemalt. Also, die Bauernmalerei ist eines meiner Hobby. Ah, das hast du gemalt? Ja, ja. Hier aussen ist mein Sommergarten. Hier aussen hatte ich Tomaten, ich habe auch Zitrusfrüchte aussen. Das ist eben ideal. Auf dieser Seite macht es Zeug sehr. Jetzt? Musst du die nicht reinnehmen? Nein, die müssen das verleiden. Sonst. Hier sieht man einfach so ein bisschen, die nächsten Ziele. Das ist so weit weg. Am Abend sagen wir manchmal, wenn wir zum Fenster ausschauen, ist wie ein Christbaum, weil alle Farben leuchten da innen. Sind das so ein eigenes Grüppli von Leuten? Könnte man die so ein Telianer, wir verstehen sich als Telianer. Telianer. Wir sind Telianer. Cool, ich war der Telipfarrer 20 Jahre. Ja, nein, wir sind schon ein bisschen stolz auf uns. Badzimmer? Ja, das ist eigentlich normal, aber da, an dem habe ich nichts gemacht. Das ist so gemacht worden in 75. Und bist du zufrieden? Ja. Oder ist etwas so? Ja, das ist. Warte. So blöd. Du schaust jetzt in die Sonne an, als wäre die Aussicht hier vielleicht so gut. Ja, ist aber ganz romantisch, wenn der Sonnenuntergang ist hin und die Wolken so. Das ist echt romantisch. Ja, also der ist schöner, der Balkon. Ja, der ist viel schöner. Da essen wir oft auch zur Nacht. Vielleicht hat es ja irgendwie immer noch mehr Räume. Das ist Schlafzimmer. Das ist Schlafzimmer. Da sieht man einfach auch noch ein bisschen. Auch der Buddhismus hat für mich sehr viel. Ist ich sage immer, das ist eine Lebenshaltung. Nicht in dem Sinne Religion. Wow, da hat er noch ein paar Schinken. Ja, das ist mein Erbe von meinen Eltern und Großeltern. Ihr seht, die hatten eben so Bibeln. Bei denen war das wichtig. Ich habe noch etwas gesehen. Ja, der hier oben. Ja, der gehört auch dazu. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe es bekommen von meinem Partner. Als Arzt hat er zwei gehabt daheim und hat er gefunden, ich könnte jetzt auch einen haben. Valentinstag? Nein, ja, fast. Also ich weiss echt nicht, von wo dass er ihn hat und so. Aber ich finde es noch schön, einfach, dass man ständig auch ein bisschen vor Augen hat. Ja, wir sind nicht ewig da. Ja. Du, jetzt, Jan hat mir ja versprochen, wir kommen noch ganz rauf. Ja, ist das gut? Wir nichts mehr machen. Perfekt. Ja, 14? Das ist, jawohl, 14. Einfach das Höchste, was es gibt. Ashlima heissen Rudi und Heidi. Rudi und Heidi? Ja. Klingt wie so eine Schlagerformation. Ja. Also, jetzt ist die Kuh. Sie will schauen. Wirklich, Rudi ist für dich auch okay? Ja. Super. Viola freut mich. Hallo. Schon merke ich im Fernsehen. Ich habe noch nicht, aber jetzt sind wir auch drin. Ja. Das ist natürlich einmalig. Es ist ganz toll, eben hier der Wintergarten, wo zusätzlich ein riesen Wohnraum zusätzlich ist. Wie lange wohnt ihr jetzt schon da, Rudi? 50 Jahre. 50 Jahre?
Wenn man hierher kommt, hat es immer geheißen, oh, da kann man nicht wohnen in dieser Stadt. Ja, von außen natürlich. Oh, da kann man nicht wohnen. Wieso? Und wenn die Leute hier sind, hell begeistert. Ja, der ist hell begeistert. Ja. Was hat es jetzt geheißen? Man kann noch weiter rauf. Nein, wir sind noch nicht sauber. Ja, da sieht man jetzt eben, wie das ist. Die Technik oben auf dem Haus. Also von da aus sieht man ganz Aarau. Ja, ja, mehr oder weniger. Also von da kommen die ganzen Wolken aus der Schweiz. Ja, die werden hier produziert. Einmal ein Teil schon. Interessant, wenn man hier alles erfahrt. Danke vielmals, dass wir hier reinschauen können. Wir gehen jetzt auf Trimbach zum Ueli und der Duang Anlika und ihren beiden Kindern. Damit du eine Vorstellung von ihm hast. Ueli Anlika, geboren am 19. März 1958, ist ein Schweizer Self-Made-Man, Automechaniker, Automotorrad, Boot, Mode, Schmuckdesigner, Veredler, Entwickler, Erfinder, Forscher, Künstler, Architekt, Fotograf, Kaufmann, Verwalter, Gastronom, Börsianer, Buch, Film, Autor, Produzent. Weiteres folgt. Ein paar Anwohner und Behörden haben nicht so viel gelockt wie er, wo er es gebaut hat. Oh, oh! Da sind wir! Da sind wir! Oh mein Gott! Ich lese mir gescheiter nicht alles. Die 15 Rassisten. Als Oberbünzli mit dem Anführer. Als Oberkatholik haben verloren. Ihre Einsprache wurde abgewiesen. Bist du bereit? Anlika, Ueli und Duang. Hallo? Oh. Hallo, da ist Ding Dong. Ja, ich bin durch die Türen durch. Ist gut. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht in der Schweiz. Hallo miteinander! Hallo! Ihr seht denn schön aus! Hallo, Sali, Viola! Ja, hallo, Sali, Jan! Sali, Viola! Hoi, Uli, freut mich sehr! Sei schon noch! Hoi! Dino! Der Dino! Dino, Dina! Da haben wir so einfach gemacht. Ja. Hallo, ja. Duan! Schon keine Idee mehr noch im ersten Kind. Nein, es soll immer mit vier Buchstaben sein, wie Uli, Dino, Duan. Und du hast einen mehr, oder? Ja! Du, Ueli, aber mit den Nachbarn hast du so ein Angespannungsverhältnis. Nein, ich als Lockers. Ah, okay. Es gibt eine Handvoll, die gut sind. Okay. Aber ist natürlich, ja, ich bin natürlich immer jemand, der polarisiert, oder? Ich habe natürlich das Gefühl, oder, das ganze Quartier ist jetzt entwertet. Weißt du, ein Stein des Anstosses, alles oder etwas Spezifisches? Die Flagge gefällt ihnen nicht. Weil die Schweizer Fahne ein bisschen kleiner, oder? Und noch ein Tag dazu. Ein bisschen kleiner, ja, hast du. Okay. Und noch die Farbe gefällt ihnen nicht, der Zaun. Aber eben, heute nehme ich das locker. Okay. Wo fangen wir an? Ja, wo willst du? Hier irgendwie okay. Unser noch. Ja, gut, da haben wir natürlich. Weil in Thailand sieht jedes Bushaltehäuschen so aus. Ja, da haben wir noch Glöckchen. Jedes Glöckchen tönt anders, oder? Da können unsere Kinder. Sie können ein bisschen Lärm machen, oder? Sie sind glücklich und zufrieden. Aber da ein Nachbar sicher wieder ja. Vor. Hallo Nachbarn! Genau, ein guter schweizerischer Klang. So. Was hat es da drin, Dino? Was hat es da drin? Das Bonnerli. Oh, schau jetzt, das ist das Pony. Das ist ein Pony. Wir haben hier noch einen Glückspuddel, oder? Der ist 3,5 Meter gross, oder? Wie gefällt eigentlich dir das Haus, du? Ja, eigentlich ist es gut. Nur eigentlich? Ja. Stimmt, bei mir stimmt. Stimmt alles. Also, hier ist eigentlich unser Gästeeingang. Der Gästeeingang? Ja, richtig, oder? Weil hier unten das ist der Unterstock, den wir eigentlich nur für Gäste haben. Hier haben wir zum Beispiel ein Gästezimmer, da ist noch Garten oben. Uli, ich komme gar nicht nah. Was ist da hinten? Das ist sonst irgendwie ein Sitzzimmer. Da haben wir noch ein Was ist das? Garten oben, wo ich natürlich die Schuhe habe. Uli, wie viel Zimmer hast du? Uli,
Ich weiss nicht, ob es 20 oder 25 sind. Du bist so schnell, wir müssen doch das Zeug anschauen. Das ist ein Sitzzimmer. Ja, wenn es langweilig ist, oder? Wenn der Gäste ist langweilig, können sie da reinhocken, oder? Nein, wirklich. Das ist so wie beim Arzt. Ja, das Wartezimmer. Ja. Da haben wir da noch ein bisschen Küche gemacht, oder? Also ist alles Gäste. Ja. Da haben wir noch eine grosse Sauna. Da haben wir auch früher ein bisschen mehr gemacht. Was heisst das? Mit der Frau zusammen die Sauna gemacht, gell? Dina, zeig mal das, wie du da auf dem Laufband machst. Ja. Wie geht das da? Ah, da außen, du startest. Siehst du, weißt noch viel mehr. So. Du machst Fitness und die macht auch Fitness. Siehst du? So gut, Dina. Also, dann gehen wir ruhig. Das ist der Erste, der schneller ist als ich. Dann haben wir nachher hier das Bügelzimmer. Das heisst, da sind jetzt meine Krawatten gerade drin. Was ist das für ein Zimmer? Das Bügelzimmer. Ah, das Bügelzimmer. Ja. Gut. Wieso so schnell? Ja, gut, ja, du hast doch alles gesehen. Nein, du hast doch alles gesehen. Da habe ich ein bisschen Kleider, die ich designt habe. Oh mein Gott, das hast du designt? Das ist jetzt zum Beispiel ein Goldiges, oder? Das wenn du noch ein Jackett wechseln willst. Ja, so, Pause. Okay. Gut, gut, Pause. Wir gehen weiter. Komm. Wir müssen ein bisschen zurück da. Also, was heisst das? Und du hast jetzt den Kittel hast du designt? Ja, komm, kannst weitergehen. Du bist auch Modedesigner, es geht weiter. Ja. Gehen wir weiter, kommen. Das Bad hier, wo wir hier noch umgebaut haben, mit dem Whirlpool, oder? Und nachher gehen wir hier weiter. Schminkzimmer, kannst du auch noch hocken. Nice. Das ist also ein Requisit von dem Haus, das mal hier drin war. Hier hat sie ihre Kleider. Wer schläft hier drin? Hier schlafen wir drin. Und hier, wenn du hier liegst, siehst du nachher, darfst du mal hinlegen. Kannst du mal hier ins Bett hinlegen, über ganz Alten. Schau, komm. Siehst du? Ja. Siehst du, kannst du auf Alten nur runterschauen. Siehst du? Gut schlafen. Der Ueli hat gesagt, wir sollen hier liegen. Eben, gut schlafen. Schlafen. Also, schau jetzt, Viola, komm, ich helfe dir wieder aufstehen. Komm, wir nicht hier bleiben liegen. Du hat der Ueli immer so ein Tempo? Schränke zu, machen wir weiter, kommen. Oh ja. Was wir probieren? Komm, Viola, komm, du kannst hier hinten sein. Wir gehen jetzt ins Kinderzimmer. Ganz allein schläfst du da unten? Ja. Da war der Papa ein bisschen am Kreieren. Da habe ich hier mit dem Schwamm jede Wand hat eine andere Farbe. Oder wie die Sonne, Sonnenaufgang, oder? Sonnenuntergang. Oder? Macht. Und hier oben haben wir alles glänzige Blättchen und auch eben immer wieder eine Bordtürenring mit Gold. Ariel, die Meerjungfrau. Ich habe auch nur noch einen Sock. Passt aber gut. Lass mal schnaufen. Dann gehen wir weiter, kommt. Hier ist das Reich von der Duang. Komm. Ja. Duang, komm. Hopp. Duang, komm. Duang. Ja. Hier, dein Reich zeigen. Ja, das ist einfach Küken. Ja, gell? Sag ich auch geil. Wir Küken, ist einfach Küken. Sie kochen am Morgen zwei Menü, Gemüse, alles Mögliche für die Kinder, thailändisch, zum Mittag auch noch einmal, zur Nacht auch noch einmal. Wahnsinnig, dass die kochen und eine super Köchin. Sie ist natürlich ist nicht eine 0815-Frau. Sie ist, wie lange Jahre warst du im Militär? 4 Jahre. 4 Jahre und das ganze Jahr. Mhm. Dann ist hey, oder? Also, sie ist schon eine taffe Frau. Oder? Ich brauche noch jemanden, der mir ein bisschen Widerstand gibt. Ja. Oder? Ich meine, ja, im Militär in Thailand muss Geduld haben. Aber bei Ueli ist mehr Geduld. Ja, ich kann mich fast nicht trauen zu fragen, was ist jetzt der anstrengende das Militär oder eben bei Ueli. Beim Militär war es easy. Also, komm, Wahnsinn, das angenehm Militär. Das ist besser, wir gehen weiter. Das ist eigentlich unsere Stube hier. Aber da sind wir eigentlich fast nie. Wo wir hier speziell dekoriert haben, oder? Einen Tisch gemacht und unter für meine Initial und da haben wir auch wieder ringsum Gold, oder? Aber du vierst dich selber schon, ich bin oder? Ja ich. Ja, ja. Ich stehe auf dem Boden. Mhm. Wieso soll ich kein Logo machen? Nein, ich sage nicht, du sollst nicht. Es heisst hier im Tor auch D-A-U. Ja. Duang, genau. Annika Ueli oder Dino, Annika Ueli oder Dina, oder? Eben, das da sind wir alle drinnen. In dem ja, sind hier noch rein, oder? Aber im Toreingang sind die eigentlich alle drin. Hier haben wir einen Wintergarten gemacht und das ist Lebensqualität. Da sind unsere Kinder drin. Und hier haben natürlich unsere Kinder das Paradies. Oder? Ja. Da gehen wir ein bisschen raus. Die Ideen für Einrichtung und
bauen und so, die sind vor allem von dir. Nur von mir. Und wenn Duang mal eine Idee hat, dann? Ja, Duang hat auch eine Idee. Sie hat gesagt, sie will einen schönen Grill, der andere dort einen Grill macht. Das ist der Ninja-Park der Kinder. So einen schönen Kinderspielplatz habe ich gemacht, siehst du? Und bei diesem Treppensystem? Wie? Auch von dir erfunden? Ja. Da kannst du immer auf dem Trocknen laufen, oder? Haben wir hier vier, drei Computer, die hier eine Bewässerung machen. Im Garten auch haben wir einen Computer mit 7 Kanälen. Wir haben Roboter. Das kann ich alles von extern kann ich das steuern. Mit der App. Ich kann sagen, jetzt muss der Roboter im Pool arbeiten. Oder im Garten muss er den Rasen mähen. Oder? Das kann man alles einstellen. Ja. Wenn wir hier auch noch eins schauen, was da drin ist. Da. Wow! Okay! Oh shit! Der Corvette. Wie heisst das Auto hier? Ferrari. Ferrari Dino. Schau mal, hier haben wir einen Swimmingpool. Darf man mit dem gehen? Nein, hör auf. Du kannst natürlich reingehen. Er ist geheizt, ist 16 Meter. Und wir haben ihn entdeckt wegen der Kinder. Ja, ja. Wie bist du zu all dem Geld gekommen? Ich habe natürlich früher einen Designer-Garage. Oder? Ich habe irgendwie im Jahr 20 Ferrari verkauft, habe auf der ganzen Welt umbauen. Oder? Spezielle Sachen. Ich habe immer dort angefangen, wo sie aufgehört haben. Schau, Viola. Wenn du hier schwimmst, kann dir jeder zuschauen. Das findest du gut? Ja, das finde ich gut. Siehst du es? Da haben wir unsere Kinder verwirklicht und unser Logo auch am Boden. Zeigst du dich gern, oder, Ueli? Zeigst du dich schon gern? Komm jetzt. Zeigst du dich schon gern? Frag mal die Wange, wenn ich schwimme. Wie schwimmt du, Ueli? Nackt? Nein! Nackt? Nein, ich schwimme. Ja. Und hast du gesehen? Da. Ja. Da ist ja keiner, der hier unten mit dem Feldstecher schaut. Das ist Natur. Bravo zu einem weiteren Highlight aus Ding Dong. Danke vielmals, sind Sie mit dabei gewesen. Tschüss. Ciao. Hat mich gefreut. Ja. Tschüss, Viola. Duang, danke vielmals. Danke. Merci. Oh, das kommt nicht gut. Was hättest du gerne? Ein Smiley? Ja, da ist schon ein Bild. Ding Dong ist Ihnen präsentiert worden von der Bauarena, die ganzjährige Baufachmesse in Falkenswil. Sie bauen, wir beraten. Bauarena.ch